Ein flohstarkes Hallo. Ja, ich spiele nun schon Klavier seit meinem 8. Lebensjahr, also schon ziemlich lang. Und nach wie vor fasziniert mich dieses Instrument in all seinen Facetten. Sogar so sehr, dass ich vor einiger Zeit mal ein Buch darüber geschrieben habe, und zwar Pitt der kleine Floh, das Tastenabenteuer. Wie ihr seht, dort ist Pitt noch etwas kleiner und jünger, weil auch Flöhe wachsen mit der Zeit. Und als ich gehört habe, dass in Trier im Pianohaus Markus Hübner eine Kinderveranstaltung stattfindet, die heißt Der kleine Klavierbauer, habe ich mir gedacht, da fahre ich für euch hin und berichte darüber. Und wer weiß, vielleicht kann ja sogar ich noch etwas lernen. Das ist Mike. Er wird uns in der Werkstatt des Pianohauses so einiges über seine Arbeit als Klavierbauer erzählen. Zuerst erklärt er uns die Entstehungsgeschichte des Klaviers. Habt ihr das schon mal gesehen? Die Kinder hat es sofort an eine Gitarre erinnert. Das hier ist ein Monochord. Und das Wort Monochord bedeutet übersetzt eine Saite. Und davon gibt es im späteren Klavier eine Menge. Und hier an diesem kleinen Teil kann man so viele Sachen des modernen Klaviers wiedererkennen. Denn hier gibt es bereits die Saite, die klingt, den Stimmwirbel, womit sie gespannt wird, und auch den Steg, der den Klang in den Klangkörper leitet. Da haben wir schon ein bisschen mehr, was so aussieht wie ein Klavier, oder? Deshalb heißt dieses tolle Teil ja auch Klavichord. Also das ist wirklich aus dem Baumstamm entstanden, dieses Instrument. Hier schlägt man die Saiten schon mit Tasten an. Aber es hat einen großen Nachteil. Ist ganz schön leise. Oder wie der Musiker sagen würde, hiermit kann man nur Piano spielen. Das heißt nämlich übersetzt leise. Mit dem echten Klavier kann man beides spielen. Das Piano. Und Forte. Nämlich laut. Deshalb nennt man das Klavier auch Piano Forte. Was war zuerst da, das Klavier oder der Flügel? Hättet ihr gedacht, dass zuerst der Flügel erfunden wurde und erst danach das Klavier? Das liegt an seinem Vorgänger, dem Cembalo. Es besaß die gleiche Form, aber war viel leiser und zarter im Klang. Erst später hat man mit dem Bau des Klaviers begonnen. Allein schon deshalb, weil nicht jeder so viel Platz für einen Flügel hatte. Hier entfernt Mike die komplette Klaviermechanik. Wow! Mein kleiner Freund Pitt hat sich das für euch in seinem Tastenabenteuer schon mal genauer angesehen. Dort gibt es zum Beispiel die Hammerköpfe, die die Saiten im Klavier anschlagen und dadurch zum Klingen bringen. Diese Saiten liegen auf dem Steg und die wiederum sind wie in einem Webrahmen um einen metallischen Pin gefädelt. Im Flügel hat Pitt übrigens damals seine ersten Seiltänzerübungen gemacht. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum ein Kind ins Klavier brüllt, dann um zu zeigen, dass man allein mit seiner Stimme die Saiten zum Schwingen bringen kann. Besser kann man das aber mit diesem besonderen Experiment erklären. Hier wird die Schwingung mit einem Tischtennisball sichtbar gemacht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie auch Pitt damals von einer schwingenden Basssaite überrascht worden ist. Das war alles andere als lustig. Und wie viel Kraft und Geschick man tatsächlich zum Stimmen benötigt, zeigt uns Mike mit dem Stimmhammer am Klavier. Wenn euer Klavier so klingt, dann sofort anrufen. Die Kinder dürfen sich davon überzeugen, dass das gar nicht so leicht ist und man ganz schön viel Muckis dafür braucht. Das ist ganz schön schwer, gell? Auch Pitt hat sich mal daran versucht, doch trotz Flohpower ist mein kleiner Freund daran gescheitert. Klavierbauer arbeiten mit den unterschiedlichsten Materialien. Das macht den Beruf ja auch so abwechslungsreich, erzählt Mike. Aber wir arbeiten auch sehr, sehr viel hiermit. Wollt ihr mal riechen? Vielleicht habt ihr da eine Idee. Auch ich darf einmal schnüffeln. Pfui, was ist das denn? Die Kinder sind auch eher skeptisch. Also das ist Fischleim. Am Ende gibt's noch ein Klavierquiz, was es zu lösen gilt. Ob alle Kids gut aufgepasst haben? Ich könnte mir vorstellen, dass die Quizfrage lautet, wie viele Tasten hat ein Klavier? Stimmt's? Stimmt. Und jetzt habe ich dich rausgebracht. Oh Gott. Meinst du, du kannst alle Fragen beantworten? Ja, meinst du nicht? Aber die Mama hilft dir bestimmt, oder? Spielst du selber Klavier oder ein anderes Instrument? Ja, Flöte. Flöte? Würdest du auch mal wissen wollen, wie so eine Flöte gebaut wird? Ja. Welche Frage musstest du gerade beantworten? Wie viele schwarze Tasten hat ein Klavier?
Und wie viele schwarze Tasten hat denn ein Klavier? 36. 36? Okay, mal gucken, ob das am Schluss stimmt. Zu guter Letzt die Preisverleihung. Natürlich sind alle Kinder Gewinner und erhalten eine kleine Überraschung. Dieses Mal wird noch eine Hörspiel-CD von Pitts Tastenabenteuer verlost, die ich einem Mädchen in der ersten Reihe überreichen darf. Der kleine Klavierbauer. Was für eine schöne Veranstaltung.